Essen. Leinen. Rauchbomben. Da unten ist noch ein Lager. Mal gucken. Kinder. Also hier wird es ziemlich viel noch zu tun geben, oder wie? Wir werden dem Wolkentempel jetzt helfen. Nichts ist näher als die Hilfe, die wir hier geben können. Was ist los? Wen willst du, Vogel? Ich kenne euch nicht. Ich euch auch nicht. So, ein paar Vorräte. Ist da hinten irgend eventuell was? Also viel Blumen auf jeden Fall. Okay, er will, dass wir da reinfolgen. Aber wahrscheinlich wird das jetzt gerade aktuell nichts bringen. Weil wir da nicht rein können. Ich habe euch im Auge, Fremder. Ich gehe mal davon... Ich kenne euch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt noch nicht rein können. Und auch immer der Vogel jetzt geflogen ist, ey. Lauft weiter. Hilfe. Ja, ich bin da. Was kann ich tun? Shh. Ich darf mit niemandem sprechen. Ich bin Ido. Die Betreuer halten mich hier fest. Andere auch. Wie mein Bruder. Sie lassen uns nicht gehen. Was heißt das? Wer sind diese Betreuer? Seht euch um. Das sind alles Gefolgsleute des Mönch Zenshin. Wegen seiner Reden dienen jetzt viele dem Adlerstamm. Ein Mönch? Verbündet sich mit Mongolen? Es ist Wahnsinn. Doch alle hier glauben ihm. Ich spiele mit, damit sie mich nicht einsperren. Ich kann euch hier rausholen. Euren Bruder und die anderen auch. Danke. Aber bitte tut den Betreuern nichts an. Oh. Sie sind gute Menschen. Bezweifle ich. Zenshin in die Irre geführt. In Ordnung. Ich gebe vor, mich ihnen anschließen zu wollen. Und dann versuche ich, die anderen Gefangenen zu finden. Sie sagen, durch Dienen folgt man dem Weg. Vielleicht hilft das. Zenshin wird gleich sprechen. Aber nur zu den Betreuern. Folgt diesem Pfad, dann könnt ihr unentdeckt zuhören. Wir dürfen nicht mehr reden. Sie werden uns sehen. Alles klar. Einheimische, die dem Adlerstamm folgen. Das sollte ich mir zuerst ansehen. Diese Betreuer wirken zufrieden und entspannt. Ist alles nur Lüge? Mongolenvorräte. Genug, um diesen Tempel zur neuen Festung des Adlerstamms im Süden zu machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das der Mönch Zenshin? Zuerst zeigte der Adler mir Albträume. Wie schrecklich unser Volk nach der Samurai-Invasion litt. Wie es hungernd um Hilfe flehte, die ich nicht leisten konnte. Albträume? Hat er auch das Gift des Adlers gekostet? Jetzt hat der Adler mir einen neuen Weg gezeigt. Wer ihrem Stamm dient, erlebt Visionen der Fülle, des Friedens. Heute Nacht wird der Adlerstamm unseren Ängsten ein Ende setzen. Bereitet alles vor! Der Adlerstamm kommt heute Nacht. Ich muss die Gefangenen vorher befreien. Des Adlers Betreuer. Jetzt verstehen wir auch warum. Ich hab's nicht verstanden, jetzt wissen wir direkt. Ich sollte mich unauffällig umhören. Herausfinden, wo die Gefangenen sind. Okay, er hat alles abgelegt. Friede, mein Freund. Ich bin hier der Aufseher. Ich diene Zenshin schon, seit er meine Familie vor den Samurai rettete. Was führt euch zu unserem Tempel? Ich bin ein Freund von Ito. Sie erzählte mir von Zenshins weisen Worten. Ich könnte
beim Bewachen der Gefangenen helfen. Sie sind keine Gefangenen, sondern unruhige, verwirrte Seelen. Wir wachen über sie, bis sie den Weg erkennen. Doch dies ist nicht eure Pflicht. Und bald wird es auch nicht mehr unsere sein. Der Adlerstamm ist zufrieden mit unseren Bemühungen. Heute Nacht werden die Mongolen unsere harte Arbeit belohnen und diesen Tempel besetzen. Wenn sie diesen Tempel übernehmen, können sie die Worte des Adlers auf der gesamten Insel verbreiten. Oder noch weiter. Das können wir nur hoffen. Fürs Erste bleibt uns nur, schnell die letzten Vorbereitungen zu treffen. Schaut euch um. Vielleicht kann einer unserer Betreuer Hilfe oder etwas Zuspruch brauchen. Hab Dank für diese Gelegenheit, Bruder. Das ist ein bisschen nett. Wieso wehrt ihr euch? Diese Leute wollen mir folgen. Und ihr bald auch. Bezweifle ich. Das bezweifle ich sehr. Die wollen ihr nicht folgen. Ich glaube, die haben keine andere Wahl. Ich beauftrage meist die Betreuer. Der Aufseher bat mich, mich nützlich zu machen. Ich möchte Zenshins Weg schützen. Dann seid ihr hier willkommen, Bruder. Zenshins Weg wird uns zu Frieden und Wohlstand führen. Ich weiß das. Doch nicht jeder glaubt so wie wir. Ich hörte, ihr bringt Menschen her, um sie zum Weg zu führen. Die armen, verwirrten Seelen. Ja. Wo beherbergt ihr sie? In sicherer Entfernung zu den Betreuern. Ob Bauernmädchen oder großer Krieger. Letztendlich wollen sie sich uns alle anschließen. Führt euren Dienst fort, Bruder. Nur wegen den Vorräten wahrscheinlich, ne? Weil sie hier ein sicheres Leben haben werden. Was ist mit ihm? Kein Zutritt. Ich verstehe. Ich bin nur hier, um zu dienen. Ich soll Essen für die Verwirrten zubereiten. Nicht alle dürfen hinein. Oder hinaus. Das Gebäude birgt Geheimnisse. Kommen wir nicht hier einfach rein? Zuhören. Wenn die Tür aufgeht, fliehen wir. Und die Wache? Seid nicht töricht. Es führt nur ein Weg hier raus, den Weg als wahr anzuerkennen. Gefangene. Friedlich komme ich jetzt nicht hinein. Ich komme wieder, wenn weniger Augen wachen. Ich habe genug erfahren. Ich warte den richtigen Moment für die Befreiung ab. Aber das wird ja, also, ohne Ausrüstung? I don't know. Seht, ein neuer Bruder. Lasst euch einmal ansehen. Friede, Freunde. Darf ich mich hier kurz ausruhen? Nur zu. Doch wenn ihr einen Trunk wollt, müsst ihr euch selbst Sake suchen. Ein Wunder, dass nicht mehr freiwillig herkommen. Wenn der Adler eintrifft, muss meine Familie sich nicht mehr sorgen, wie ich meinen Bauch fülle. Oder meine Tasse. Und dafür müssen wir nun dienen. Na, verstehe ich. Also wie gesagt, Vorräte sind genau das Ding. Das ist genau der Ding. Ding. Das Ding. Ich muss jetzt handeln, solange sie schlafen. Wir müssen sie jetzt holen. Sie sind bereits frei. Ihr seid in eurer Furcht gefangen. Das bezweifle ich, dass irgendjemand hier frei ist. Ich will euch retten. Das ist ein Test. Sie wollen sehen, ob wir den Weg kennen. Nein, kein Test. Ich will alle befreien, die gegen ihren Willen hier sind. Ist hier eine Frau namens Ito? Nein, den Namen trägt niemand. Wohl in einem anderen Gebäude. Der Adlerstamm ist hier. Wenn die Mongolen das sagen, bleibt hier, bis ich die Wachen ausgeschaltet habe. Dann könnt ihr... Jetzt reicht's. Der Mundmeister!
Alles gut. Ach ja, daneben. Lass dich frei. Tja, der Adlerstamm wird nicht lange hier sein. Los, bevor euch noch ein Mongole sieht. Ich muss bleiben. Ich wollte meine Schwester finden. Ito? Ja, woher wisst ihr das? Ich befreie Ito. Dann könnt ihr beide heimkehren. Sagt ihr, ich warte am Fuß des Hügels. Okay. Das machen wir. Hilfe! Alles wird wieder gut. Geh. So schnell es geht. Ihr seid gekommen. Aber was ist mit meinem Bruder? Ich habe ihn schon befreit. Geht jetzt. Er wartet am Fuß des Hügels. Und die anderen? Sie sind töricht, aber die Grausamkeit des Adlerstamms verdienen sie nicht. Ich halte die Mongolen auf. Und ich werde mit Senshin reden, damit so etwas nie wieder geschieht. Seid bitte gnädig zu ihm. Er ist ein guter Mann. Oder er war es. Bis der Adler kam. Mhm. Und das ist der Punkt. Er ist es nicht mehr. Noch ein paar Vorräte mitnehmen. Jetzt auch mal gut hier. Wir müssen uns drum kümmern, um alle. Der ist weg. Hey, na? Na? Er ging ein bisschen in Flammen auf, würde ich sagen. Hey, die Kuppel. Oh, das war aus Versehen. Junge, Junge, Junge. Jetzt zu Senshin. Er muss im Tempel sein. Wir sind aber noch Gegner, oder? Innen vielleicht noch. Es wirkt so. Hui! Ich würde mal sagen, die haben ihn komplett Bleib kirre weg. Gemacht. Ich habe getan, wie befohlen! Gebt mir Frieden! Ich bin nicht der Adler. Ihr seid sicher. Sie ist nicht hier. Aber auch mir gab sie dieses Gift. Sie spukt mir immer noch durch den Kopf und schürt meine Ängste, damit ich mich klein fühle. Doch ich lasse das nicht zu. Und ihr auch nicht. Was seht ihr? Ein weinendes Kind. Sein Heim von Samurai niedergebrannt. Das mich um Essen anfleht. Das ich nicht habe. Ich wollte es verhindern. Wirklich. Ich ertrage das nicht allein. Müsst ihr auch nicht. Nicht heute Nacht. Krass. Das ist ja eine geile Stelle. Okay, das fand ich gerade richtig toll. Richtig toll. Dass er jetzt noch Flöte für ihn gespielt hat und ihn beruhigen konnte. Hoffentlich. Ihre Stimme ist noch da. Doch schwächer. Meine Taten.
die Versprechen, die ich meinen Anhängern gab. Was habe ich getan? Was der Adler wollte. Jetzt könnt ihr eurem Volk die Wahrheit sagen. Wie der Adlerstamm uns mit Angst und Lügen verwirrt, um uns zu willigen Dienern zu machen. Wenn ich so etwas wieder gut machen kann, tue ich das. Dann verlasse ich den Tempel, bis ich ihre Stimme nicht mehr hören kann. Möget ihr Frieden finden, Senshin. Danke. Möget ihr euch der Wahrheit, die euch quält, nicht allein stellen müssen. Das ist das Problem. Die Wahrheit quält die Leute, ne? Es geht um nichts anderes. Es bringt das Schlimmste in uns hervor, vor dem wir Angst haben. Das ist das, was der Adler macht. Angst. Somit ist der Betreuer fort. Erhalte also eiserne Wille Munition für... Oh, okay, cool. Nein, ich höre nicht auf. Und hier sind unsere Leute. Nun, so sind alle da. Haltet eure Freunde stets nah und eure Rüstung in bestem Zustand. Ich könnte auch das verbessern jetzt. Okay. In 2 Sekunden. Wir wissen, dass das viel ist. Gute Wahl. Ich glaube, das könnte Jin gut tun. Ich überlege, ob wir noch immer die Sarugami-Kleidung haben wollen. Weil Gusakus mit Taumeln ist schon geil. Na, das ist halt schön zum Blocken. Aber wir wollen das ja vielleicht noch probieren mit dem richtigen Amulett. Nicht Gosakus, hä? Wo ist das denn? Vielleicht halten wir das einfach bis hier. Ne? Also hier auf dem... quasi auf der Insel und dann gucken wir... der Vielseiten... jetzt will ich ja mal gucken. Wirft 2 zusätzliche Kunai. Naja, nee. Da. Also hier. Nutzt du, verlängert sich das dann durch die Ausführung von perfekten Paraden und perfektem Ausweichen für begrenzte Zeit. Heilung kostet 1 zusätzliche Entschlossenheit. Aber das wäre ja was. Bleibt bis zu 9 Sekunden lang aktiv. Das ist ziemlich lange sogar. Lange genug, um wiederzukommen. Genau. So. Oh, nice. Okay, das ist ja nice. Boah, wie lange das dauert. Und jetzt ist es vorbei. Okay, bis dahin kannst du ja... gefühlt 100-mal blocken. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Uns fehlen aber tatsächlich noch die letzten beiden. Die werden wahrscheinlich hier irgendwo sein, ne? Aber das machen wir beim nächsten Mal. Genau. Und diese Queste hier. Gucken wir uns nochmal ganz... oh, hier ist auch noch was. Der Geist von Iki. Ich gebe vor, der Geist zu sein. Überlebende im Lager. Flissen vielleicht... okay, wo ich den Hochstapler finde. Ich würde gerne den nochmal angucken. Weil eigentlich ist das recht klar. Alte Welt zerfiel, doch das Leben endet nicht. Fokussier den Geist, trag den Mantel des Schützen. Ah, Moment. So ganz dumm, ja. Was, wenn ich Tadayoris Rüstung anziehe? Fokussiere. Ich habe keine Ahnung. Oder muss ich hier fokussieren? Ich meine, wir können lange fokussieren. Aber ich habe keine Ahnung. Nach wie vor nicht.
noch ein letztes Mal hier drauf. Ich weiß nicht warum, aber könnte sein, dass es damit zusammenhängt. Sagt uns das vielleicht was? Nein. So. Also ich sehe nicht viel oder... Boah, dieses Rätsel ist nicht so einfach wie gedacht. Wir können auch hier nochmal gucken, was hier steht zumindest. Hier steht nämlich ein vergessener Schrein. Und das hier ist verbotener Schrein. Okay, die sind unterschiedlich schon mal. Das ist schon mal eine kleine Erkenntnis. Übrigens, Donnerklippen und so weiter. Hier gibt es bestimmt noch irgendwas zu finden. Hier gibt es noch was. Hier, diese Landzunge hatten wir noch gar nicht. Aber zurück zur Frage. Alte Welt zerfiel, doch das Leben endet nicht. Fokussier den Geist, trag den Mantel des Schützen, Sucher, ziel auf die Wahrheit. Müssen wir uns umdrehen? Also. Sucher, ziel auf die Wahrheit. Oh, hört ihr das? Habt ihr das gerade gehört? Irgendwas ist gerade... Ich... Ach nee, das war wahrscheinlich das voll, ne? Genau. Nö. Ziel auf die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung. Ich würde aber sagen, wir machen das einfach beim nächsten Mal. Schön. Was haben wir denn eigentlich noch so zu... Okay, wir haben noch einiges. Wir haben noch 6 Schreine. 9 heiße Quellen. Windschreine. Das sind die Windschreine, okay. Inari-Schreine. 5 Leuchttürme, Säulen der Erde. Wir haben noch 2 Duelle, die wir nicht haben. 2 Affenheiligtümer. Einmal helfende Hand nochmal. Stets hilfsbereit. Dann gibt es noch ein Katzenheiligtum, Bokuto-Turnier, Haikus, Shimono-Banner haben wir noch, Sakai-Banner, zirpende und in der Tasche haben wir ziemlich viel Zeug. Gut, ich würde aber sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.